Freunde, Mitschüler, Lehrer und Politiker setzen sich unermüdlich für die Komacic-Zwillinge Alexandra und Tiana ein. Fast täglich protestieren sie gegen den Ausweisungsentscheid vom Regierungsrat und das äußerst medienwirksam. Zwei andere Zürcher Frauen, die jetzt täglich ein Thema müssten sein, gehen völlig unter. Die Stadtbi-Kandidatinnen Katrin Martelli und Corinne Mauch. Sie treten in 3 Wochen zum zweiten Wahlgang an. Ihre PR-Maschinerie ist im Gegensatz zu der von der Familie Komacic schwer am Stoppen. Tana Gablinger. Wenn die Komacic-Zwillinge zur Pressekonferenz einladen, sind alle Medien vor Ort. Die heutige Pressekonferenz im Schulhaus Lavater wird vor 20 Minuten online, sogar live übertragen, ist also für die ganze Schweiz sichtbar. Die beiden Mädchen sind schon regelrechte Medienstars und sind in Sachen PR der Stadträtin Katrin Martelli und Corinne Mauch einiges voraus. Könntet ihr vielleicht denen zwei noch ein paar Tipps geben, wie man am besten in die Medien kommt? Ja, Tipps geben, wir sind keine Profis sozusagen, aber... Sicher? Ja, ja. Ich glaube es schon, also ich glaube es nicht. Ich denke, wir sind zwei normale Mädchen von 15 sind. Ich habe mehr Freude vielleicht, als sie in den Medien zu stehen, aber für Frau Martelli und Frau Mauch einfach... Ja, sie sollte einfach weitermachen, so wie sie wie bis jetzt. Besser nicht. Machen die Anwärterinnen Martelli und Mauch so weiter wie bis jetzt, bleibt es ein eher lascher Wahlkampf und die Zeit drängt. Am 29. März gibt es für Zürcherinnen und Zürcher nämlich eine neue Stadtpräsidentin. Aus dem Mauchlager werden die Stimmen laut, die Medien heben den beiden Stadtbi-Kandidatinnen zu wenig Plattform geben, um sich in Szene zu setzen. Die These wird vom PR-Experte Claudio Stölker verneint. Er sieht einen anderen Grund für den grösseren Erfolg der Komacic-Zwillinge. Das sind zwei wunderbare junge Frauen. Die setzen sich für ihre Sache ein, die machen ein Lobbying besser als unsere Parteien. Und man sieht ja, das Volk steht immer mehr hinter ihnen. Sie sind auf dem Weg zu gewinnen. Ob Zwillinge den Kampf ums Dableiben gewinnen und wer von den beiden Politikerinnen das Rennen ins Stadtpräsidium macht, ist zurzeit noch offen. Klar ist, wer Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, der muss omnipräsent sein und strampeln.